Ich grüße euch alle herzlichst zurück hier bei Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir wollen in diesem Video einige Gegenstände besorgen, damit starten wir mal direkt. Ein Gegenstand ist hier direkt in unserer unmittelbaren Nähe, meine Güte. Ich würde sagen, wir reisen mal zu Tams Wagen, der ist nämlich eine Ebene über der guten Hütte. Und somit sozusagen direkt bei dem guten Gegenstand, der hier oben beim Baum liegt. Ach, das ist das Grab von der Frau von Delpha, ich verstehe schon. Das heißt, hier bekommen wir dann wohl... einige Gegner. Ist jetzt nichts allzu Spektakuläres mehr. So. Ja, diese blöden Armbanden. Ist da hinten ein Händler bei? Frage ich mich. Natürlich nicht. Da ist ein Händler. Das hilft uns nicht wirklich weiter. Nee, Inventar war schon richtig. Plunder, zerstören, ja. Jetzt habe ich's gemacht. Jetzt habe ich's gemacht. Die ganz lilanen Sachen. Es tut mir leid, Leute. Das war extrem blöd. Wir haben gerade ganz viel Gold verschenkt. Der Schwanz des Salamanders. Bitte was? Okay, da sage ich nichts zu. Was haben wir hier? Grab von Jera Soren. Soren. Jera Sorens Grabstein ist mit feinen Blumen und Rankenschnitzereien verziert, die in ihrem Detailreichtum unglaublich lebensecht wirken. Eine einzelne Rose sticht aus diesem Werk noch heraus. Entfernen. Irgendwas plant der Kerl doch. Das ist echt nicht normal, was wir hier machen. Tirins Rast, hier wollen wir als nächstes hin und zusehen, dass wir irgendwie hier an den Blutstein kommen. War das hier der Blutstein? Ich bin mir nicht sicher. Vater, Licht feiern. Die sind doch alle gleich. Ja, genau. Feiern, Sommerfeiern, alles dasselbe. Hallo. Tretet heran und erlebt die Weisheit des Schicksals. Ich bin der große Kels Cafferty, eingeschworener und treuer Diener der Schwestern des Schicksals. Sprecht, auf dass ich eure Zukunft vorhersage und dank meiner Gabe eure sterbliche Seele segne. Den haben wir hier wohl mal übersehen. Ja, ich will den Blutstein kaufen. Üblicherweise finden derlei Transaktionen unter diskreteren Umständen statt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich sage euch was. Ich trenne mich davon. Aber das wird nicht billig werden. Die Hälfte. Ihr scherzt. Das ist Wegelagerei. Ja, dann nimm's halt. Es war ein Vergnügen, Geschäfte mit euch zu machen, mein Freund. Ja, super, danke. Ja, was könnt ihr mir denn über Derfell sagen? Ich bin sicher, dass Derfell mich nicht sonderlich schätzt. Ich habe ihn vor Jahren einmal beim Kartenspiel geschlagen. Offen und ehrlich. Zumindest für meine Verhältnisse. Glaube ich eher weniger. Ja, und was könnt ihr mir so über euch erzählen? Ich mag Fremde nicht, die zu viele Fragen stellen. So nett. Ja, und dann erzählt mal etwas über die Ortschaft hier. Diese Stadt ist voller alter Narren. Die meisten davon glauben alles, was man ihnen erzählt. Also, das war jetzt schon mal ziemlich gemein. Na ja, gut, auf Wiedersehen. Ich würde sagen, das hier sind alles so total übergläubige Vollidioten. Na gut, also hat der Grundding doch schon recht. So, wie gesagt, den letzten Gegenstand gibt's später. Vorher erstmal coolen. Da waren wir noch gar nicht, wollte schon fast sagen. Vorher reisen wir noch einmal nach Mel Aglir, denn von hier aus wollen wir noch gen Süden reisen und uns erstmal etwas ganz, ganz Tolles besorgen. Nee. Genau. Kandrians Ring stehlen, das wollen wir. Und dafür müssen wir da hinten zur Feste, da waren wir nämlich noch gar nicht. Und das soll unser Ziel in diesem Video sein. Ta-ta-ta-ta. So. Jetzt wisst ihr's. Ach, ist ja niedlich. Hallo. Aua.
So. Naja, diese Kämpfe hier in Amalur immer wieder aufregend. Was haben wir hier? Das scheint mir auch wieder eine Höhle zu sein. Die Aussicht ist ja auch grandios. Die Türe? Das kommt mir bekannt vor. Die Wüste. Ach so. Das ist ja schön hier und der Soundtrack, wow. Die Wüste. Zungare Gesetzloser. Wohl eher freie Männer 2.0. Naja. Naja, naja, naja. Alles schön und gut, aber wir wollen das hier alles natürlich noch nicht entdecken. Wir wollen hier wieder verschwinden. Nach Möglichkeit würde ich gerne... Ach, hier ist eine Ortschaft. Sehr schön. Weißfeld. Sieht ja auch ganz schön aus, aber wie gesagt, die Wüste ist momentan noch tabu. Jetzt haben wir uns schon mal einen Ort entdeckt. Sehr schön, aber wir würden sowieso, denke ich mal, nie ohne Seife waschen vom Westen hier in das Gebiet marschieren. Und von nirgends woanders. Wir wollen wieder zurück, denn wir haben dort hinten noch Aufgaben. Hier gab es auch wieder Aufgaben, ihr habt es gesehen, aber wir wollen in die Eratel-Ebenen. Oh Mann, cool, dass da ein Übergang ist, gefällt mir gut. Quick Save. Und hier haben wir ein Versteckchen. Ja, nehmen wir mal mit. Wie gesagt, wir müssen zusehen, dass wir unsere lilafarbenen Gegenstände ein wenig sortieren. Schöne Festung auf jeden Fall. Darin würde ich mich auch sicher fühlen. Tut mir leid, Bärchen. Ihr wart wirklich nett, aber ich muss euch leider aus dem Weg räumen. So. Einmal ernten und einmal anhören. In langer Nacht brachten die Brüder Krieg übers Land. Bis der Herr des Leids, der Ritter der Trauer, erhob sich mit Stahl in der Hand. Auf stieg Akatas Hammer, fiel nieder, wieder und wieder. Er raubte den Thron von Kandrian. Okay, ist das hier ein geheimer Eingang? Das sieht so seltsam aus hier. Sehr schwer, sehr lustig. Das war Glück, wenn ich das mal so sagen darf. Sturmklinge, ui. Auch wieder einzigartig. So, so. Sturmklinge. Ja. Warum nicht, ne? Hat doch was. Geht's hier zufällig rein? Ah ja, so kommen wir wahrscheinlich in die Festung, wenn wir nicht das Tor passieren können, wovon ich einfach mal ausgehe. Wäre cool gemacht. Das ist ja cool. Mit diesem Blitzeffekt. Das gefällt mir richtig gut. Ich bin gespannt. Ich glaube kaum, dass wir durch das Tor da reinkommen. Diese doch sehr, sehr schöne Festung. Vielleicht ja doch, aber ich denke mal... Oh, ich dachte schon, das Spiel stürzt.
Kandrianfest entdeckt. Quick Save. Darf ich da rein, lieber Torwächter? Willkommen in der Kandrianfeste. Bitte benehmt euch. Wir dürfen rein. Hier herrscht eine sehr, sehr bedrückende Stimmung. Oder? Wir halten dieses Gebiet frei von Banditen und diesen verfluchten Tuata. Ja, ja, und draußen gehen alle vor die Hunde, das weiß ich schon. Was haben wir hier? Eine Truhe. Ihr habt mich nie gesehen. Geht der Weg hier etwa ins Gewölbe? Ja, dann kommt man hier so aus, okay. Also eine Art geheimer Weg. Was ist das denn hier? Okay, okay, okay. Vielleicht will ich das doch lieber gar nicht wissen. Dann muss es ja hier sein. Es ist sehr beeindruckend, aber irgendwie sehr, sehr böse. Goldklumpen. Ja, ein Goldklumpen. Für den können wir gerne einen Trank opfern. Ich denke mal, der Goldklumpen wird mehr bringen. Okay, hätten wir den Flügel hier erkundet. Was ist das denn bitte für eine Festung? Sehr, sehr skurril. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, ja, wie sich der Diebstahl des Rings hier gestalten soll. Also viele Wachen sind hier nicht wirklich. Also Angst haben würde ich trotzdem, auch wenn ich mich... Wobei die Wände scheinen schon sehr, sehr stabil zu sein. Trotzdem würde ich mich hier, glaube ich, nicht wirklich sicher drin fühlen. Denn die Wachen sind ja dann doch sehr gering vertreten hier innerhalb der Festung. Seltsam. Boah, ist die riesig. Ist die riesig, die Festung. Wow. Hier sind wohl die Speiseräume der Wachen. Ist das ein Schwein auf dem Tisch? Und ein Hühnchen und ein Brot mit einem Messer drin. Sehr schön gemacht, sehr detailreich. Guten Hunger, meine Lieben. Ich hoffe, ich muss nicht gegen euch kämpfen. Das fände ich gar nicht toll. Es wirkt mir alles so, als würden hier später nochmal Kämpfe stattfinden. Ach, Lord Kandrian. Ich bin sofort wieder da. Ich muss kurz hinten was nachschauen. Tschö. Okay, das ging einfach. Lord Kandrian. Ihr seid doch nicht wegen dieser verdammten Tuata hier, oder? Nein. Lord Kandrian, wer seid ihr überhaupt? Wir haben diese Region seit Generationen beschützt. Ein Umstand, den diese Bauern in Mel'Aglia offenbar als selbstverständlich erachten. Aber ich vergebe ihnen. Es war keine einfache Entscheidung und es ist schwer, diese Bürde zu tragen. Okay.
Dann erzählt mir etwas über eure tolle Feste hier. So oft Irathel auch von törichten, aufstrebenden Tyrannen angegriffen wurde, die Kandrian-Feste ist nie gefallen. Selbst wenn ganz Kandrian und Mel'Aglia unterliegen, wird die Feste meiner Familie standhaft bleiben. Okay. Und das Land ist also nach euch benannt. Nachdem die Tuatha beinahe über Nacht über uns hergefallen sind, liegt nun fast ganz Kandrian in Trümmern. Also haben wir die Kandrian-Feste gesichert, um nicht alles zu verlieren. Und in unserem Schatten überlebt auch Mel'Aglia. Es liegt nahe genug, um es verteidigen zu können, ohne dadurch unsere Sicherheit zu opfern. Einerseits schlau natürlich, sich zurückzuziehen, andererseits sehr, sehr feige, die anderen Dörfer im Stich zu lassen. Ja, fürchtet ihr denn die Tuatha? Welchen Sinn hat es denn, gegen sie zu kämpfen? Man tötet einen von ihnen und schon steht er wieder auf. Nein, es ist besser, wir bleiben hier und hindern sie daran, sich das zu nehmen, was wir haben. Ah, ich bin mir da nicht so sicher. Dann erzählt mal etwas über dieses Dorf, das in eurem Schatten existiert. Es liegt nahe genug an unserer Feste, dass meine Wache beide Orte verteidigen kann, ohne ein zu großes Risiko einzugehen. Aus diesem Grund kann ich auch gefahrlos eine Garnison dort lassen. Ohne unseren Schutz wären sie schon vor Jahren ausgelöscht worden. Dann wäre vom alten Kandrian nur noch diese Feste übrig. Super. Ja, und erzählt mir etwas über Erion Raidaren. Er ist der schwachsinnige Sohn meiner Schwester. Sie hat die Familie verraten und einen dieser erbärmlichen Yussalfa-Händler geheiratet. Dann ist sie in den Norden gegangen und wir haben jahrelang nichts mehr von ihr gehört. Bis plötzlich ein Bote mit ihrem Sohn vor meiner Tür stand. Anscheinend sind beide Eltern an der Blutpest gestorben und haben mir nun ihr Blag aufgebürdet. Das ist ja nett formuliert. Verzeiht mir, dass ich euch nicht hinaus begleite. Ja gut, aber so dumm oder falsch wirken seine Aussagen jetzt irgendwie nicht mal. Seltsam. Ich habe mir den unsympathischer vorgestellt. Lohnt sich nicht. Den Handelsvertrag hätte ich natürlich sehr gerne. Handelsverträge. Ein Handelsabkommen von Brat und Sergren, Händler aus Tirines Rast. Lord Kandrian von der Kandrian-Feste, Vertrag über die Lieferung von 423 Wachenpiken an Lord Kandrian von der Erathel-Ebene im Tausch gegen 50 Räder, Kandrikäse, 12 Fässer Wein und so viel Gold, wie nötig ist, um die Handelsdifferenz auszugleichen, okay? Interessant, hilft es nur auch nicht wirklich weiter. Dann würde ich sagen, raus hier und wir überbringen den Ring. Es ist aber schon falsch, was der hier macht. Der kann sich hier nicht in seiner Feste verbergen, verstecken als Fürst und sein ganzes Land vor die Hunde gehen lassen. Schön und gut, dass er irgendwie so versucht, einen Teil von Kandrian zu retten, aber das ist sicherlich nicht die Lösung. Denn auf lange Sicht hinweg können die hier drin auch nicht überleben. Beispiel geht die Nahrung aus oder wenn die Tuatha doch irgendwann die Mauern durchbrechen. Oder wenn die irgendwann sterben, weil es einfach keine Nachkommen mehr gibt. Wer weiß es, aber auf die Ewigkeit gesehen ist das vollkommener Schwachsinn, was der hier durchzieht. Daher finde ich, sollte er sich schon an diesem Krieg beteiligen. Auch wenn die Festung wirklich schön ist. So. Raus hier. Und auf zurück nach Mel'Shinshir. Bleib stehen. Ja, bleib ich ja. Ich mache nämlich jetzt eine Schnellreise. So. Und dann würde ich sagen, haben wir diesen Teil auch abgeschlossen. Aber ich bin gespannt, wie wir den dazu bringen wollen, wirklich zu agieren. Der scheint mir sehr zurückhaltend zu sein. Hallo, Elitems. Ah, gut. Ihr habt den Ring. Damit sind wir unserem Ziel einen Schritt näher. Lord Kandrian aus seiner Feste zu treiben und die Kandrian-Wache zu entfesseln, um die Tuatha zu bekämpfen. Ah ja. Ja, ich habe etwas über einen Erion Raidaren gehört. Er ist Lord Indre Kandrians Neffe.
der Sohn von Indres Schwester und einem Yosalfa-Händler. Er hatte das Glück, seine Kindheit beim Volk seines Vaters im Norden verbringen zu können. Doch vor kurzem sind seine Eltern verstorben und er wurde hierher geschickt, um unter dem Einfluss Lord Kandrians erwachsen zu werden. Na super. Ja, was ist der nächste Schritt? Wir müssen den Ring anpassen, bevor wir ihn zu Lord Kandrian zurückbringen. Es gibt einen Altar im Westen von Kandrian, der für unsere Zwecke wie geschaffen ist. Bringt den Ring dorthin und legt ihn auf den Altar. Unter Umständen müsst ihr mit Widerstand rechnen. Sorgt einfach dafür, dass nichts den Ring stört, bis es vollbracht ist. Kehrt anschließend zu mir zurück. Okay, und was genau mache ich dann? Wir müssen Lord Kandrians Siegelring mit etwas Magie veredeln. Bringt den Ring ins westliche Kandrian und legt ihn auf den Altar. Ihr müsst den Ring verteidigen, bis es vollbracht ist. Es könnte Widerstand geben. Irgendwie traue ich dem Gnom hier auch nicht mehr. Alle Leute wirken so verräterisch und so egoistisch, so als hätte auch der Gnom hier eigene Interessen im Kopf. Ich hoffe mal, wir werden das nicht bereuen, was wir hier machen. Von Tams Wagen aus scheint es ja nur ein Katzensprung zu sein. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Schnitt und beim nächsten Mal werden wir den Ring auf den Altar legen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Kingdoms of Amalur. Es geht dann beim nächsten Mal hier weiter. Und ich bin gespannt, was mit Lord Kandrian passieren wird. Bis dann, Leute.